So, dann einen wunderschönen guten Morgen. Da machen wir weiter in den Grundlagen der automatischen Spracherkennung. Wir waren letztes Mal stehen geblieben bei so grundlegenden Fragen der Vorverarbeitung und hatten das mehlskalierte Capstone kennengelernt. Hier nochmal so so ein Vergleich. Wie sieht das aus? So ein Spektrum, das ursprüngliche Betragsspektrum der Sprache. Und dann, wenn ich Mehl skaliere, Capstral-Koeffizienten berechne und liftere, wie sieht das aus? Und was man halt so sieht im Allgemeinen ist halt, die genaue Position der Formanden im Capstrum ist nicht mehr sichtbar. Ich habe jetzt nur noch die Grobstruktur. Das war auch der Sinn des Lifterings im Capstrum, dass ich also die Grobstruktur des Spektrums erhalten möchte und die Mikrostruktur des Spektrums verwerfen möchte. Und ich sehe halt, dass ich durch diese Mehlskalierung unterschiedlich gute Auflösungen in der Frequenz, im Frequenzbereich habe. Insbesondere im höheren Frequenzbereich wird es halt durch die breiteren Filterbänke stärker verwischt. Wir haben jetzt also sehr viel Theorie behandelt zur Vorverarbeitung. Was jetzt als letzter Schritt übrig bleibt, ist, dass wir das alles einmal komplett zusammenschnüren zu einer Muster Pipeline, die man so für Vorverarbeitung verwenden kann, wenn ich jetzt gesprochene Sprache für Spracherkennung vorverarbeiten möchte. Und das hier wäre so eine typische Standard-Pipeline für automatische Spracherkennung, die jetzt basiert auf der diskreten Fourier-Transformation. Aus Kurzzeitspektralanalyse, ich fenstere also mein Signal und berechne darauf eine diskrete Fourier-Transformation und gehe dann in den Capstral-Bereich. Wir hatten gesagt, alternativ könnte man das auch machen mit einer Vorverarbeitung basiert auf linearen Vorhersagekoeffizienten mit Hilfe von LPC, weil wir gesehen hatten, dass diese LPC-Koeffizienten letztendlich auch nichts anderes machen, als eine Einhüllende des Spektrums zu approximieren. Also, wenn man das jetzt alles genau zusammenfasst, worauf läuft es am Ende hinaus? Das Erste, was ich machen muss, ich muss mein Signal digitalisieren. Das heißt, ich muss es abtasten und auflösen. Normalerweise reicht so eine Abtastrate von 16 Kilohertz, weil wir davon ausgehen, dass die Frequenzen oberhalb von 8 Kilohertz keinen nennenswerten Beitrag mehr zu Verständnis der Sprache beitragen, sondern dass oberhalb von 8 Kilohertz wir nur noch redundante Informationen finden. Menschliche Sprache geht viel höher als 8 Kilohertz, menschliche Sprache geht bis 20 Kilohertz zum Beispiel, findet man Frequenzanteile, aber das Ganze sind alles nur noch redundante Informationen, ohne die wir ebenfalls Sprache verstehen können. Deswegen 16 Kilohertz Abtastrate reichen aus. Und wir hatten bereits gesehen, wenn man jetzt also das Quantisierungsrauschen so niedrig halten möchte, dass es unter die Hörschwelle fällt, dass ich also ein Signal zu Quantisierungsrauschabstand haben möchte, der ungefähr dem Schalldruckpegel menschlicher Sprache entspricht, weil den hatte ich gerade berechnet zur Hörschwelle bei 1 Kilohertz, dann reichen sowas wie 12-Bit-Auflösung. Jetzt gibt es einen 12-Bit-Datentyp halt nicht im Rechner, deswegen machen wir in der Regel 16-Bit-Quantisierungsauflösung. Dann ist der nächste Schritt die Fensterung, dass ich also mein kontinuierliches digitales Signal in kurze Fenster zerlege. Und da hatten wir diskutiert, was ist jetzt der Unterschied? Was passiert, wenn ich das Fenster länger mache? Ich verliere halt in Zeitauflösung. Was passiert, wenn ich das Fenster kürzer mache? Ich verliere an Frequenzauflösung. Und deswegen ist so ein guter, typischer Kompromiss, dass ich ein Fenster habe mit 16 Millisekunden Breite. Das gibt mir ausreichende Auflösung im der Frequenzdimension. Die Frequenzen werden ausreichend genug aufgelöst und verschiebe diese Fenster nur um 10 Millisekunden, damit ich trotzdem noch irgendwie simuliert eine Zeitauflösung habe, die in einem vernünftigen Bereich ist. Für das Fenster nehmen wir halt kein Rechteckfenster, weil wir die Probleme gesehen hatten, die entstehen, wenn ich mit einem Rechteckfenster ausschneide. Das entspricht nämlich dann einem Frequenzbereich einer Faltung mit der Sinkfunktion. Deswegen nehme ich dieses Hamming-Fenster, diese glockenähnlichen Fenster, die die Bereiche links und rechts am Rande des Fensters gegen
0 drücken. Dass ich also die Bereiche so links und rechts gegen 0 drücke. Und das ist ein anderer Grund dafür, warum ich die Fenster sich überlappend verschieben möchte, weil ich ja mein Signal verändere. An den Rändern des Fensters werden die Sample gegen 0 gedrückt. Das heißt, ich fokussiere mich mehr so auf das, was in der Mitte des Fensters ist. Und wenn ich dann so eine überlappende Verschiebung habe, ist jedes Stück mal irgendwo in dem Bauch der Glocke, dieser Gauss-ähnlichen Glocke und nicht an den Rändern, die weggedrückt werden. Wenn ich jetzt also mit 16 Millisekunden Breite ausschneide, 10 Millisekunden verschiebe und ich mit 16 Kilohertz abtaste, dann habe ich pro Fenster 256 Abtastwerte. So ein Fenster nennen wir dann einen Frame. Diese 256 reellen Abtastwerte werden dann in eine diskrete Fourier-Transformation gegeben und ich bekomme 256 komplexe Werte heraus. Jetzt hatten wir gesehen, bei dem Ergebnis der diskreten Fourier-Transformation und bei der Fourier-Transformation allgemein setzt sich das zusammen aus einmal den Beträgen, den eigentlichen Energieanteilen der Frequenzen und aus den Phasenverschiebungen der Frequenzen. Jetzt hatten wir gesehen beim menschlichen Gehör, als wir uns das menschliche Gehör angeschaut haben, der Mensch hört keine Phase. Das heißt, der Mensch versteht menschliche Sprache, ohne dass er Phase wahrnimmt. Die Hörschnecke, die Cochlea, ist ein reiner Frequenzdetektor. Dasselbe machen wir jetzt auch. Wir werfen die Phaseninformation weg und das machen wir, indem wir jetzt den Betrag des Spektrums bilden. Den Betrag dessen, was bei der diskreten Fourier-Transformation herauskommt. Und wenn man das macht, dann wird man feststellen, dass die ergebenen 256 reellen Werte, dass die gespiegelt sind, dass die symmetrisch sind. Das liegt daran, dass ich in die diskrete Fourier-Transformation nur reelle Werte reingebe. In die diskrete Fourier-Transformation könnte ich auch komplexe Werte reingeben. Ich gebe aber nur diskrete Abtastwerte rein. Und wenn ich davon, von dem Ergebnis der diskreten Fourier-Transformation, dann den Betrag bilde, habe ich immer dieses Phänomen, dass ich da diese Symmetrie habe. Das heißt, ich kann die Hälfte der Werte nach der Betragsbildung wegwerfen, weil es sind dieselben Werte, sind immer dieselben Werte. Bleiben also 128 reelle Werte übrig. Ich habe jetzt den Schritt gemacht in den sogenannten Spektralbereich. Das heißt, diese 128 reellen Werte stehen jetzt für die Energie bestimmter Frequenzbänder, wie sie im Signal vorhanden sind. Jetzt kommt als nächster Schritt die Mehlskalierung. Die Mehlskalierung auch wieder angelehnt an das, was das menschliche Gehör macht. Das heißt, niedrigere Frequenzen besser aufgelöst werden als höhere Frequenzen. Deswegen diese Dreiecke, die nach oben hin immer breiter werden. Plus, ich versuche die Anzahl der Daten, der Koeffizienten zu reduzieren. Zwei Gründe, warum ich die Anzahl der Koeffizienten reduzieren möchte. Grund 1 ist, wir hatten gesehen, diese Formanten, die man so im Spektrum sieht, die haargenaue Lage des Formanten ist nicht so interessant, da die halt abhängig ist von der Grundfrequenz. Und ich möchte in der Lage sein, Sprache zu erkennen, unabhängig davon, ob jemand mit hoher oder mit tiefer Stimme spricht. Also verschmiere ich die genaue Lage der Formanten, dieser hohen Energieanteile im Spektrum, durch diese Mehlskalierung, indem ich mehrere Frequenzbänder zu einem Frequenzband zusammenfasse. Der zweite positive Effekt dadurch ist, ich habe weniger Koeffizienten in der Vorverarbeitung und wenn ich weniger Koeffizienten in der Vorverarbeitung habe, brauche ich hinterher weniger Parameter in meinem Klassifikator, um das Signal zu modellieren. Wenn ich weniger Parameter schätzen muss, brauche ich auch weniger Trainingsdaten. Und erfahrungsgemäß hat man immer zu wenig Trainingsdaten. Deswegen ist es immer gut, wenn man jetzt die Anzahl der Parameter, die man hinterher schätzen muss, reduzieren kann. Nach dieser Mehlskalierung bleiben 24 bis 40 Werte übrig. Das ist so eine typische Größenordnung an Koeffizienten, die man da herausbekommt. Dann wird als nächstes koeffizientenweise der Logarithmus gebildet. Und dann gehe ich in den Capstral-Bereich. Nach der Theorie mit einer inversen Fourier-Transformation, in der Praxis häufig mit einer diskreten Cosinus-Transformation, da die halt auch wieder den Effekt hat,
dass erstmal nur reelle Werte rauskommen, plus die diskrete Cosinus-Transformation angeblich auch die Eigenschaft hat, dass sie die einzelnen Dimensionen des Merkmalsvektors ein bisschen dekorreliert. Dadurch bleibt die Anzahl der Werte bleibt unverändert durch die DCT. Es kommen wieder genauso viele Werte raus, wie ich nach der Mehl-Skalierung hatte. Und dann kommt als letzter Schritt das Liftering. Das heißt, ich werfe hohe Koeffizienten weg, weil sie die Mikrostruktur repräsentieren, behalte die niedrigen Koeffizienten, weil sie die Grobstruktur haben. Ich bekomme so etwas sowas Ähnliches wieder wie eine Einhüllende des Spektrums. Das ist so eine typische Vorverarbeitung, wie man sie so in Spracherkennungssystemen typischerweise findet. Jetzt sind wir aber hier mit der Vorverarbeitung noch nicht am Ende. Wir sind noch ein bisschen unzufrieden damit. Der erste Grund ist, was ich bisher gemacht habe, ich habe kleine Fenster ausgeschnitten und habe mir angeschaut, wie ist das Signal in diesem kleinen Fensterchen? Wie sieht das da aus? Wenn wir jetzt aber zurückdenken an das Spektrum, hier zum Beispiel, dann hatte uns ja insbesondere auch interessiert, zum Beispiel bei den Formanten, wie verlaufen die denn über die Zeit? Da habe ich so diese Muster, wie hier zum Beispiel habe ich irgendein Vokal, da sieht es so aus, dass dieser eine Koeffizient so nach unten sich biegt, der andere in die entgegengesetzte Richtung, das heißt, es gibt so eine auf die Seite gedrehte V. Hier oben diese beiden Formanten haben ungefähr den gleichen Verlauf. Hier sehe ich so schön so einen Formant, der fällt herunter und steigt wieder an, der erste Formant. Hier der erste Formant steigt, der bleibt ungefähr gleich. Das heißt, mich interessiert nicht nur in einem kleinen Fensterchen, weil ein Fensterchen hier ist so eine dünne Linie, die nach oben geht. Mich interessiert nicht nur, wie sieht es genau in diesem Fensterchen aus, sondern was macht der Formant weiter? Steigt der, fällt der, bleibt der gleich? Wie sieht es mit den anderen Formanten aus? Wie verhalten die sich gegeneinander? Und das nennen wir eben dynamische Merkmale. Das heißt, uns interessiert also nicht nur der Snapshot, das Abbild zu diesem einen Zeitpunkt, sondern auch, wie war es davor, wie geht es weiter. Und das nennen wir dann dynamische Merkmale. Und solche dynamischen Merkmale kann man zum Beispiel dadurch bekommen, dass ich versuche, die erste und die zweite Ableitung dieses Fensters, dieses Frames zu approximieren. Und eine einfache Art und Weise, diese erste oder zweite Ableitung zu approximieren, ist, dass ich einfach einmal das Delta, also die Differenz zum vorhergehenden Frame bilde und einmal das Delta-Delta, also die Differenz der Differenz zu dem vorhergehenden Frame. Das wäre eine ganz einfache, simple, numerische Approximation der ersten und zweiten Ableitung. Damit weiß ich, steigt der und nimmt die Steigung an Fahrt auf oder wird die Steigung schwächer über die Zeit. Dann verwendet man häufig auch gerne so etwas wie die Autokorrelation in der Vorverarbeitung als zusätzlichen Koeffizienten. Die Autokorrelation kennen Sie schon aus anderen Vorlesungen. Hier ist nochmal die Definition. Das ist auch wieder ähnlich einer Faltung des Signals mit sich selber. Die unterscheiden sich darin dann, ob ich jetzt diesen Flip mache oder nicht. Bei der Faltung wird das eine Signal halt gespiegelt und dann drüber geschoben. Diesmal lasse ich das mit der Spiegelung sein und ich schiebe das Signal wieder mit sich selber drüber. Das Schöne ist, wenn man sich jetzt überlegt, was heißt das denn bei der Autokorrelation? Wann hat die hohe Werte, wann hat die niedrige Werte? Hoher Wert der Autokorrelation ist im Prinzip, wenn ich das Signal auf sich selber liegen habe, weil dann werden die ganzen Werte, sind ja immer Werte quadriert, also positive Werte und negative Werte werden immer quadriert. Das heißt, ich bekomme nur positive Werte raus, und zwar die Quadrate der ursprünglichen Koeffizienten und dann die Summe über diese Quadrate. Das hat also von Natur aus schon mal einen sehr hohen Wert. Jetzt an der Zeit 0 ist das entsprechend gerade die Definition der die Leistung des Signals. Was passiert jetzt, wenn ich das Signal zeitweise verschiebe? Wenn jetzt, sagen wir mal, das Signal irgendwie periodisch ist, wenn ich sozusagen um eine Periode verschoben habe, dann ist das wieder dasselbe, als wenn ich das Signal direkt über sich selber liege. Das heißt, ich bekomme immer einen sehr hohen Wert raus. Das heißt, wenn ich also sowas habe, ein Signal, das periodisch ist oder irgendwie periodische Anteile habe, dann bekomme ich immer dann besonders hohe Werte, wenn ich es genau eine Periode verschoben habe.
Und jetzt haben wir ja gerade in der menschlichen Sprache so eine Periodizität, das ist eben gerade die Grundfrequenz. Das heißt, die Autokorrelation kann man zum Beispiel dafür verwenden, um zu schauen, wie ist die Grundfrequenz im Augenblick. Und dann halt natürlich, wenn ich das für konsekutive Frames berechne, wie verläuft die Grundfrequenz über die Zeit hinweg. Also, wenn ich so ein Signal mit sich verschiebe, das erste Mal, wenn ich so eine große Spitze bekomme in der Autokorrelation, sollte das gerade eben der Grundfrequenz entsprechen, weil die Grundfrequenz ja natürlich auch eine sehr relativ hohe Frequenz aufweist. Das Ganze hat einen Haken. Und zwar folgenden. Angenommen, also in der Praxis sieht halt nicht immer alles so schön aus, wie es in der Theorie ist. Die Periodizität des Signals ist zwar gegeben, aber es hat natürlich auch viele nicht periodische Anteile. Also das Signal ist nicht unbedingt 100% periodisch in der Grundfrequenz, es ist nur so ungefähr selbstähnlich in der Grundfrequenz. Das heißt, es kann passieren, dass ich so diese erste Spitze nicht als Spitze erkenne. Weil was ist die Spitze? Da muss man mal gucken, macht man entweder so einen absoluten Schwellwert, über den muss es drüber kommen, dann ist es eine Spitze. Oder ich muss schauen, wie verhält sich das mit den allen anderen Werten. Wenn es mindestens n Prozent höher ist als die Werte in seiner Nachbarschaft, dann ist es die erste Spitze. Was heißt das, was ist die erste Spitze? Wir Menschen schauen da so drauf, jetzt müssen wir das Ganze formalisieren. Und dann kann es passieren, dass ich diese erste Spitze verpasse. Dass ich halt aus irgendeinem Grund das nicht als die erste Spitze detektiere, sondern erst die nächste Spitze als solche detektiere. Und wann kommt in der Regel die nächste Spitze? Ja, das erste Mal, wenn ich es einmal verschoben habe, Periode. Das zweite Mal, wenn ich es zweimal verschoben habe, Periode. Dann ist also die Gefahr groß, dass wenn ich die erste Spitze verpasse, dass ich erst das nächste Mal wieder eine Spitze erkenne, wenn ich das Ganze um zweimal Grundfrequenz ungefähr miteinander verschoben habe, das Signal. Das heißt, wenn ich einen Fehler mache bei der Detektion der Grundfrequenz durch die Autokorrelation, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass dieser Fehler katastrophal ist. Dass ich also nicht die Grundfrequenz um plus minus 5% falsch schätze, also ich bei einer von 150 Hertz, dass ich nicht um 30 Hertz daneben liege, sondern dass ich um 150 Hertz ungefähr daneben liege, also mindestens 100% Fehler. Das heißt, wenn man da einen Fehler macht, dann ist der Fehler sehr, sehr, sehr groß. Deswegen ist man da nur mit der Autokorrelation meistens schlecht beraten. Es gibt dann noch kompliziertere Methoden, die halt so Ausreißer über die Zeit hinweg rausbügeln wollen, weil es ist ja klar, also dass ich eine Grundfrequenz habe, die im einen Augenblick 150 Hertz ist und dann bin ich mal für einen Frame bei 300 Hertz und danach wieder bei 150 Hertz, ist eher unwahrscheinlich. Die Grundfrequenz wird sich ja eher langsam im Laufe der Zeit verändern. Dementsprechend versucht man dann durch entsprechende Methoden solche Ausreißer rauszuglätten, wegzubügeln. Wichtig ist jetzt halt der Verlauf der Grundfrequenz, insbesondere bei solchen tonalen Sprachen, die halt dafür sorgen, dass die Laute unterschiedliche Bedeutung haben, also wo sich Phoneme im Verlauf der Grundfrequenz von anderen Phonemen unterscheiden. Alles andere bleibt gleich, nur die Grundfrequenz, der Verlauf, die Form des Grundfrequenzverlaufes während dieses Phonems ist eine andere und sorgt dafür, dass ich zu einem anderen Phonem gelange. Da bin ich insbesondere dann auf solche Dinge angewiesen. Dann ist es häufig interessant, leise Sprache von Stille zu unterscheiden. Jetzt hatten wir ja gesagt, das Capstrum als solches ist ja eigentlich energienormiert. Aber dadurch, dass wir natürlich digital rechnen und nicht kontinuierlich, passiert es halt leicht, dass wenn das Signal zu leise wird, ich da in numerische Unschönheiten komme. Wenn ich jetzt also zuverlässig oder nochmal anderweitig eine Unterscheidung haben möchte, ist das jetzt einfach nur Stille oder ist das sehr leise Sprache, dann hilft mir dabei zum Beispiel die Nulldurchgangsrate. Die Nulldurchgangsrate gibt einfach an, wie oft pro Zeit ändert sich das Vorzeichen des Signals und Stille hat in der Regel eine deutlich geringere Nulldurchgangsrate als Sprache. Das heißt, Sprache springt meistens um die Achse immer stark hin und her. Das heißt, ich kann also die Nulldurchgangsrate immer in einem Fenster oder in so einem gleitenden Durchschnitt berechnen und auch an meinen Merkmalsvektor hinten dran hängen.
Und jetzt habe ich folgendes Problem. Ich hatte also erstmal meinen 13-dimensionalen Kapstralkoeffizientenvektor. Jetzt habe ich Delta und Delta-Delta berechnet. Das heißt, ich habe jetzt schon 13 mal 3. Dann kommt die Autokorrelation ran. Das ist nochmal ein Vektor, dann haben wir 13 bei 4 und dann kommt halt noch Nulldurchgangsrate dran und vielleicht irgendwelche anderen Koeffizienten. Also statt ursprünglich 13 Koeffizienten habe ich plötzlich schon wieder sehr, sehr viele Koeffizienten. Eine andere Alternative zum Beispiel, um Deltas oder Deltas zu berechnen, wäre, dass ich einfach benachbarte Frames aufeinander stapel, dass ich die stacke. Dass ich also nicht Delta oder Delta-Delta berechne, sondern ich nehme halt meinen aktuellen Kapstralvektor, nehme 5 Kapstralvektoren nach links, 5 Kapstralvektoren nach rechts und stapel die alle übereinander in einen großen Vektor und sage dann, okay, in diesem Merkmalsvektor sind die dynamischen Anteile logischerweise auch enthalten. Da steckt jetzt genau die gleiche Information drin, als wenn ich Delta und Delta-Delta rechne. Soll mein Klassifikator lernen, was wichtig ist und nicht, dass ich sage, Ableitung und zweite Ableitung sind wichtig. Aber all das erhöht mir halt diese Dimensionalität des Merkmalsvektors wieder in eine Größenordnung, in eine Dimension, die mir zu groß ist. Ich habe plötzlich wieder einen Merkmalsvektor, der wieder viel zu groß ist und da muss ich etwas gegen machen. Und wenn man jetzt Elektrotechniker fragt, die erste Standardtechnik, um Dimensionsreduktion von irgendwelchen Vektoren zu machen, ist die Hauptkomponentenanalyse, auch Principal Component Analysis gemacht. Die Principal Component Analysis ist eine unüberwachte Methode und projiziert halt so einen Merkmalsvektor in einen niedrigeren dimensionalen Raum, so dass halt in diesem niedrigdimensionalen Raum möglichst wenig Information verloren geht. Und das macht man, indem man halt die Kovarianzmatrix der gesamten Daten berechnet. Dann berechne ich die Eigenvektoren und benutze diese als eine Hauptachsentransformation. Ich transformiere also mit diesen Eigenvektoren erstmal die Achsen des Merkmalsraums. Und dann, dadurch wird halt die Kovarianzmatrix diagonalisiert in diesem neuen transformierten Merkmalsraum, dann ordne ich halt die Dimensionen an gemäß ihrer Kovarianz in dieser einzelnen Dimension und dann werfe ich halt Dimensionen weg, reduziere also meine Dimensionalität dadurch, dass ich jetzt Dimensionen wegwerfe. Und zwar werfe ich folgende Dimensionen weg und da steckt hinter folgende Überlegung. Angenommen, ich habe so einen zweidimensionalen Merkmalsraum. Und die Idee, die dahinter steckt, ist halt, die sagt, die Dimension, in der ich global über die Daten viel Variation habe, viel Varianz habe, die scheint für die Klassifikation in solche Klassen nicht wichtig zu sein, während die Dimension, in die ich relativ wenig Varianz habe, die scheint für die Klassifikation der Daten relevant zu sein. Und dann schaut man halt, okay, in diese Dimension habe ich wenig Varianz, die Dimension habe ich viel Varianz, dann projiziere ich das alles runter auf diese eine Dimension und bekomme nur noch einen Wert auf dieser Achse. Und dann kann ich hier einen Schwellwert anlegen und sagen, alles von links der Achse sind Kreuze, alles rechts der Achse sind Kreise. Das macht jetzt die Hauptkomponentenanalyse. Und die hat eine Unschönheit. Bei der Analyse der Varianzen betrachtet es nicht, welcher Datenpunkt gehört zu welcher Klasse, sondern ich werfe die alle in einen Topf und betrachte mir die Varianzen an. Und jetzt könnte folgendes Unschönes relativ leicht passieren. Angenommen, ich habe jetzt wieder Daten und die sind jetzt der Form, dass ich hier noch Punkte habe. So, und jetzt muss ich aufpassen, dass ich wirklich gut zeichne. Also angenommen, ich habe hier Kreuze, Kreise und habe hier noch Punkte.
Das heißt letztendlich, ich habe hier so drei Klassen, wenn ich so, sagen wir mal, die Kovarianzmatrizen der einzelnen Klassen so in die Dimensionen reinstecken will, dann sehen die ungefähr so aus. Jetzt wird das Ganze wieder projiziert und jetzt bekomme ich was raus, das sieht so aus. Und jetzt sieht man schon, wenn man jetzt nicht aufpasst, kann es passieren, dass das Ganze sozusagen breiter ist, als es hoch wird. Das heißt, es hat plötzlich mehr Varianz in der Dimension, als es Varianz in der Dimension hat. Das heißt, ich projiziere das Ganze dann auf diese Achse und soll jetzt Kreuze von Kreisen von Punkten anhand dieses Wertes unterscheiden. Und das geht halt nicht mehr. Dadurch, dass halt die Dimension, die Varianz in der Richtung deutlich größer ist als die Varianz in der Richtung. Das Ganze hier nennt man, wenn man es halt so schräg reinlegt und dann die drei Kovarianzmatrizen hinschreibt, sinnigerweise auch das Drei-Streifen-Problem. Also Puma ist davon nicht betroffen. Genau. Also, der Grund, warum das halt schief geht, ist, ich betrachte nicht die einzelnen Klassen, sondern ich werfe die alle in einen Topf, ich mache das Ganze unüberwacht. Deswegen gibt es ein besseres Verfahren, das halt diese Form und die Zugehörigkeit der einzelnen Datenpunkte zu den einzelnen Klassen mit in Betrachtung zieht. Und dieses Verfahren nennt sich eben die lineare Diskriminanzanalyse. Das Ziel der linearen Diskriminanzanalyse ist es jetzt so zu transformieren, dass die einzelnen Datenpunkte innerhalb der Klassen möglichst eng zusammenrücken und dass die einzelnen Klassen selber im Merkmalsraum möglichst weit voneinander entfernt sind. Weil, wenn die halt möglichst kompakt sind und möglichst weit voneinander entfernt, dann fällt es halt dem Klassifikator, den ich hinterher auf den Daten trainiere, leichter, die Klassen auseinanderzuhalten und ich komme nicht so schnell hier gerade in Probleme, da wo sich die Klassen eventuell überlappen oder nicht sehr dicht beieinander liegen. Und dieses Kriterium nennt man halt die Klassenseparabilität und rechnet das auch wieder aus mit Hilfe von zwei Varianzen. Und zwar berechnet man einmal die Interklassenvarianz und die Intraklassenvarianz. Was ist also die Varianz über die Klassen hinweg und was ist die Varianz innerhalb einer Klasse? Ich versuche halt die Varianz über alle Klassen hinweg möglichst groß zu machen, dass sie also möglichst viel Platz im Merkmalsraum einnehmen, aber innerhalb einer Klasse versuche ich die Varianz so klein wie möglich zu machen. Und wenn ich das mache, sorge ich eben gerade dafür, klassenkompakt, aber schön weit auseinander im Raum. Das heißt, ich muss also dieses Kriterium irgendwie berechnen. Dafür gibt es einen EM-Algorithmus, der mir da eine Transformation berechnet oder der mir auch mit Hilfe der Kahön-Lioff-Transformation eben gerade diese Optimierung durchführt. Und die Dimensionsreduktion erhalte ich jetzt dadurch, dass ich die Klassen, die ich bei dieser die Dimensionen, die hohe Koeffizienten haben hinterher bei dieser, nach dieser Transformation, dass ich die eben weglasse. Das heißt also, mit der PCA oder mit der LDA habe ich also jeweils Verfahren, um jetzt diesen sehr hochdimensionalen Merkmalsvektor wieder in eine Größenordnung zu schrumpfen, die besser kleiner ist, für die ich besser Parameter dann hinterher im Klassifikator trainieren kann. Und mit der LDA habe ich sogar ein Verfahren, das es mir hinterher sogar erleichtern sollte, selbst wenn ich keine Dimensionsreduktion durchführe, diese Klassifikation durchzuführen. Ja? Ja, aber die PCA sagt, die Dimension, in der die höchste Varianz ist, das ist die, die ich wegwerfe. Ja, dann ist es falsch. Nee, also es ist die, Moment. Ja, das stimmt nicht. Moment, jetzt muss ich aufpassen. Aber nee, das sollte nicht stimmen. Also es ist eigentlich die mit der hohen Varianz, sind die, die weggeworfen werden. Das muss ein Fehler auf der Folie sein. Dann drehe ich.
dann liegen die Varianzen. Also nach der Drehung ist die Kovarianzmatrix diagonal. Das heißt, diese Achsen der Kovarianzen liegen immer parallel zum Koordinatensystem. Und wenn ich zum Beispiel sowas klassifizieren möchte, dann würde ich das immer anhand der Achse machen. Das heißt, ich würde also die Dimension mit der niedrigen Varianz würde ich beibehalten und die mit der hohen Varianz wegwerfen. Weil man halt, ich muss, okay, ich reiche es nach, ich muss nochmal nachgucken. Also irgendwo, entweder sind meine Beispiele blöd oder ich habe dann einen Fehler auf der Folie. Aber so oder so, egal wie man es macht, es kann halt immer das Problem sein, je nachdem wie das strukturiert ist, dass gerade genau eben nicht dieses Varianzkriterium zutrifft. Das ist halt das Wichtige dabei. Weil die Klassen können halt so aussehen, dass sie halt breit sind in diese Dimensionalität oder dass sie halt kompakt liegen und dann breit sind in die Dimensionalität. Das hängt halt von der Struktur der Daten ab. Und wenn ich halt global über alle Daten hinweg das sehe, dann gibt es halt Probleme. Genau. Dann gibt es noch alternativ zu diesen PCA und LDA eine andere Form Vorverarbeitung selbstlernen zu machen. Und das ist mit Hilfe neuronaler Netze. Und da kann man auch insbesondere so eine Dimensionsreduktion lernen aus den Daten. Und die Idee dahinter ist einfach, ich nehme eine normale Vorverarbeitung her, zum Beispiel ein Capstrom oder auch nur die logarithmierten, mehlskalierten Spektralkoeffizienten. Und ich trainiere jetzt ein ganz normales Multilayer-Perzeptron, das zum Beispiel Phoneme oder Subphoneme als Targets hat. Ich trainiere jetzt also ein Netzwerk, das bekommt Capstrom oder ähnlichen Vektor als Eingabe und soll daraus klassifizieren, welches Phonem war es denn jetzt. Die Aktivierungen entsprechen ungefähr der Posteriori-Wahrscheinlichkeit. Das kennen Sie noch aus kognitive Systeme. Und dann ist eine der Möglichkeiten, dass ich diese Posteriori-Wahrscheinlichkeiten als neue Merkmale verwende. Das sowas nennt sich dann ein Tandem-Netzwerk oder ein Tandem-Klassifikator. Das heißt also, diese Muster, die sich abzeichnen in der Klassifikation, die sollen halt als neue Merkmale dienen hinterher für den eigentlichen Klassifikator. Und da kann ich jetzt die Dimensionalität, die hinterher rauskommt, halt dadurch steuern, indem ich sage, was nehme ich als Targets, wie viele Targets nehme ich. Wenn ich Phoneme nehme, weiß ich, ich habe ungefähr sowas wie 50 Targets. Wenn ich Polyphone nehme, das werden Sie noch kennenlernen, oder Subphoneme, dann habe ich entweder 3x50 oder n mal 50 Targets, kann das also frei skalieren. Normalerweise macht man bei sowas dann ein größeres Fenster und kann auch die Sachen, die da rauskommen, jetzt wieder kombinieren mit herkömmlichen Merkmalen zu einem neuen Feature-Vektor, bekomme dann wieder einen sehr hochdimensionalen Merkmalsvektor und reduziere den wieder mit irgendeiner Dimensionsreduktion, LDA, PCA und so weiter. Die Idee dahinter ist zum Beispiel, dass ich jetzt auch noch die Nicht-Linearisierung der Ausgabe ein bisschen variieren kann. Das Schöne ist ja, bei den Posteriori-Wahrscheinlichkeiten, die sind auch normiert. Die liegen irgendwie zwischen 0 und 1 und summieren sich zu 1 auf. Jetzt kann ich statt dieser Softmax-Aktivierungsfunktion am Ende zum Beispiel andere Aktivierungsfunktionen nehmen. Zum Beispiel ein Logarithmus ist so eine einfache Nicht-Linearität oder Rectified Linear Unit und kann da ein bisschen mit rumspielen. Das hat man eine Weile gemacht. Wie gesagt, das nannte sich Tandem-Features, Tandem-Merkmale. Ist man aber wieder ein bisschen von abgekommen, weil man vermehrt dazu übergegangen ist, wirklich neuronale Netze-basierte Modelle zu trainieren, bei denen das dann nicht mehr notwendig ist, wo man das gesamte Netz nimmt und nicht einfach die Posteriori-Wahrscheinlichkeiten in einen neuen Klassifikator reinsetzt. Was man aber nach wie vor macht, ist, dass man diese Art der Vorverarbeitung modifiziert, um damit eine Dimensionsreduktion durchzuführen. Und da ist wieder die Idee,
erstmal wie bei dem Tandem. Ich habe hier meinen Eingabevektor, trainiere so ein Multilayer-Perzeptron, das hier hinten Phoneme als Targets hat. Und dann füge ich irgendwo in meinen Schichten des Multilayer-Perzeptrons hier eine ganz kleine Schicht ein. So, die anderen Schichten haben häufig so Dimensionalität, mehrere tausend Neuronen. Hier hinten, wenn ich Phoneme habe, habe ich sowas wie 50 Ausgabeneuronen. Hier sowas wie 1000, 2000, 3000, 6000 Neuronen, je nachdem, wie viele Trainingsdaten ich habe. Und jetzt führe ich hier in der Mitte eine Schicht ein, die hat gerade die Dimensionalität, die hinterher mein Merkmalsvektor haben soll. Und was dieses Multilayer-Perzeptron jetzt lernt, ist, wenn sie die kapstralen Features klassifizieren soll, dann wird das hier alles durch die Neuronen durchgefüttert und muss hier durch diesen Flaschenhals, durch diesen Bottleneck durch. Und dieser Bottleneck lernt dadurch eine Art niedrigdimensionale Repräsentation der Eingabemerkmalsvektoren zu sein. Das heißt, ich kann dann die Aktivierungen, die ich dann hier an dieser Schicht bekomme, wieder verwenden als Merkmale. Und dann kann ich das beliebig kompliziert machen, mich beliebig verkünsteln. Hier habe ich so einen Merkmalsvektor, kapstraler Merkmalsvektor. Davon stapel ich jetzt, decke ich 10, 15 übereinander, bekomme was relativ Hochdimensionales, trainiere dann dieses Multilayer-Perzeptron, habe hier einen Vektor, der ist relativ niedrigdimensional. Dann kann ich diesen Vektor wieder über mehrere Netze hinweg, die halt zeitlich verschoben die Eingabe bekommen, hinweg stapeln und das Ganze dann wieder zum Beispiel mit PCA oder LDA oder ähnlichen reduzieren. Das heißt, ich habe da sozusagen mehrere Iterationen von, ich blähe die Dimensionalität durch Stacken zeitlichen Kontextes auf, dann reduziere ich das einmal durch so ein Multilayer-Perzeptron mit einem Bottleneck-Layer, das nennt sich dann Bottleneck-Features. Davon staple ich jetzt wieder mehrere über zeitliche Verschiebungen auf und reduziere die dann wieder mit so Standardtechniken wie PCA oder LDA. Und was da wirklich am besten funktioniert, das ist dann hinterher nicht mehr eine Sache des Wissens und des Verstehens, was dahinter wirklich passiert, sondern diese Netze sind häufig halt schwarze Kisten, Blackboxes, wo ich nicht genau weiß, was passiert. Das ist dann teilweise einfach ein Verfahren des sturen Ausprobieren. So lange ausprobieren und rumprokeln, bis dann das Optimum auf irgendwelchen Daten bei rauskommt. Und da fängt man dann fängt man an, schon ein bisschen Magie zu machen, anstatt wirklicher nur noch irgendwie wissensbasierter Vorverarbeitungswissenschaft. Okay, das soll es zum Thema gewesen sein, Vorverarbeitung. Als nächstes müssen wir uns jetzt damit beschäftigen, jetzt habe ich vernünftige Merkmale extrahiert aus der Sprache, jetzt möchte ich tatsächlich klassifizieren. Und dafür wiederholen wir einmal im Schnelldurchlauf, im Schweinsgalopp, so ein paar Fakten aus kognitive Systeme. Zum einen zum Thema Klassifikation. Bei der Klassifikation hatten Sie halt kennengelernt, dass es sowas wie Pattern Recognition gibt, also Mustererkennung, die man dann unterscheiden kann in statistische Mustererkennung und wissensbasierte Mustererkennung. Und die kann man wieder unterscheiden in überwachte und unüberwachte Verfahren. Und die überwachten Verfahren kann man wieder unterscheiden in parametrische und nicht-parametrische Verfahren. Und die nicht-parametrischen hat man noch die linearen und nicht-linearen Verfahren. Wichtig ist für Sie, dass Sie sich nochmal klar machen, was ist der Unterschied zwischen überwachten und unüberwachten Verfahren. Dass ich bei überwachten Verfahren halt für meine Trainingsmuster immer den Label habe, die Annotation, welche Klasse soll hinterher bei rauskommen, während ich das bei unüberwachten nicht habe. Deswegen LDA, eindeutig unüberwachtes Verfahren, weil ich weiß nicht, zu welcher Klasse die einzelnen Daten gehören. LDA, ganz klar überwachtes Verfahren, weil ich weiß für jeden Datenpunkt, zu welcher Klasse er gehört, sonst könnte ich nicht die Inner- und Intra-Klassenvarianz entsprechend ausrechnen. Und dann, wichtig bei den Überwachten, nochmal der Unterschied zwischen parametrisch und nicht parametrisch, weil das viele falsch machen. Viele glauben hier, parametrisch oder nicht parametrisch hat etwas damit zu tun, ob mein Klassifikator Parameter hat.
Und das ist eben nicht der Fall. Jeder Klassifikator hat in irgendeiner Form Parameter. Aber was war der Unterschied bei den parametrischen und nicht parametrischen Verfahren? Und warum macht das nur Sinn, bei statistischen Verfahren von parametrischen oder nicht parametrischen zu sprechen? Wer kann sich aus Coxes erinnern? Was war der Unterschied? Keiner. Bei den statistischen Verfahren berechnet man ja irgendwie Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, man hat irgendwie eine Wahrscheinlichkeitsverteilung oder man hat eine Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion. Bei den parametrischen Verfahren macht man halt die Annahme, dass die zugrunde liegende Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion irgendeine Form hat. Ist eine Gauss-Glocke, ist eine Student-Verteilung, ist eine Chi-Quadrat-Verteilung, irgendwas. Und diese Formen, Gauss-Glocke, Chi-Quadrat, Student, die haben halt Parameter. Die Gauss-Glocke hat Mittelwert und Varianz als Parameter oder Mittelwertsvektor-Kovarianz als Parameter. Und jetzt schätze ich nur noch diese Parameter unter der Annahme, dass diese Form der Dichtefunktion dem Ganzen zugrunde liegt. Man macht dann eine Modellannahme und muss dann nur noch die Parameter dieses Modells der Dichtefunktion schätzen. Deswegen heißt das parametrisch. Bei den nicht parametrischen Verfahren macht man diese Annahme über die zugrunde liegende Form nicht, sondern man schätzt die Wahrscheinlichkeiten, die rauskommen wollen, direkt. Das klingt irgendwie komisch und schwierig, das ist auch nicht ganz einfach, findet man nicht so häufig. Sie haben bei sich in der Vorlesung nur ein Verfahren kennengelernt, das das überhaupt kann. Können Sie sich noch an den Namen des Verfahrens erinnern? Ja? Fast, aber nicht ganz. K-nächste Nachbarn, ist das ein statistisches Verfahren? K-nächste Nachbarn, statistisches Verfahren. Rechnen Sie da Wahrscheinlichkeiten aus? Genau, bei Parzen-Window rechnen Sie Wahrscheinlichkeiten aus. Das funktioniert so ähnlich wie K-nächster Nachbar, aber bei K-nächster Nachbar rechnen Sie Distanzen aus. Deswegen heißt es K-nächster Nachbar. Sie gucken, was sind die am K am nächstgelegenen Nachbarn und da rechnen Sie halt Distanzen aus, aber keine Wahrscheinlichkeiten. Beim Parzenfenster machen Sie sowas Ähnliches. Beim Parzenfenster interessiert Sie für einen bestimmten Punkt im Merkmalsraum, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt zur Klasse X gehört. Das machen Sie, indem Sie gucken in den Trainingsdaten, was sind denn so in einem Volumen, in einem Bereich um diesen Punkt herum, was liegen da für Trainingsbeispiele drin. Und dann zählt man halt von 100 Trainingsbeispielen, die da drin liegen, gehören 30 zu Kreisen und 70 zu Kreuzen. Also ist die Wahrscheinlichkeit für Kreuze 70% und für Kreise 30%. Also, das nochmal kurz, also wirklich der Schweinsgalopp, wissensbasierte Ansätze versus statistische. Bei wissensbasierten, wir sammeln Wissen über etwas und leiten daraus Regeln ab und lösen damit das Problem, treffen damit eine harte Klassifikationsentscheidung. Beim statistischen Ansatz suchen wir immer die wahrscheinlichste Klasse, zu der etwas gehört. Und um jetzt diese Wahrscheinlichkeiten auszurechnen, braucht man halt bestimmte geeignete Modelle oder Klassifikatoren oder Verfahren, Hidden Markov-Modelle, Conditional Random Fields, irgendwelche Arten und Weisen, wie man klassenbasierte Wahrscheinlichkeitsverteilungen ausrechnen kann und dann für jede Klasse eine Wahrscheinlichkeit ausrechnen und dann kann man sich anhand dieser Wahrscheinlichkeiten für etwas entscheiden. Also bei den Wissensbasierten haben Sie häufig die Entscheidungsbäume gesehen. Sowas wie, Sie haben irgendwie einen Sample, das wollen Sie klassifizieren und für dieses Sample können Sie bestimmte Fragen beantworten und dann gehen Sie durch diesen Baum durch und jeder Knoten im Baum entspricht einer Frage, die man stellen muss. Dann beantwortet man diese Frage für das Sample und dann landet man irgendwann in einem Blatt und das Blatt gibt einem die Klasse vor, in dem das Sample reinfällt. Einfaches Beispiel, man bekommt oben irgendwelche Informationen über eine Person rein und möchte jetzt klassifizieren, ist die groß, klein oder mittelgroß, mittelklein und so weiter. Ich weiß halt nicht die Größe der Person, ich weiß nur andere Dinge. Ich weiß zum Beispiel, ist die Person größer als 12 Jahre? Wenn nein, dann wird sie aller Wahrscheinlichkeit, dann sage ich halt, das muss eine
kleine Person sein? Ist sie größer als 12 Jahre? Dann frage ich halt nach, kann ich zum Beispiel nachfragen, ist sie hauptberuflicher Basketballspieler? Wenn ja, dann wird es wohl eine Tall sein. Wenn nein, wie war die Ernährung? Wenn sie gut war, dann wird sie zumindest mittelgroß sein. Wenn sie eher schlecht war, dann kann sie klein oder mittelklein sein. Und dann, was weiß ich, ist es ein Mann? Dann sagen wir halt wahrscheinlich mittelklein, und ist es eine Frau, wahrscheinlich ist der Mann ist wahrscheinlich mittlerer Größe, Frau wahrscheinlich ist sie dann mittelkurzer Größe. Das sind alles Fragen, die muss ich entweder selber reinprogrammieren oder die muss ich lernen, aber am Ende werden darauf dann diese Fragen gestellt, und basierend auf diesen Fragen wird halt eine Antwort gegeben. Und das Ganze basiert halt auf Wissen, das ich halt über die Zusammenhänge habe. Dass ich halt weiß, dass Basketballspieler in der Regel groß sind und dass, wenn ich wenig Milch trinke, ich wahrscheinlich eher klein sein werde, oder dass Männer im Schnitt halt größer sind als Frauen. Das ist natürlich kein perfekter Klassifikator, der wird sicherlich Fehler machen, aber das tun alle Klassifikatoren. Der Trick ist halt, die Fragen halt so auszuwählen und die Merkmale, die ich da abfrage, dass ich sie A, zuverlässig bestimmen kann, also ich muss ja die Fragen beantworten können, und dass sie B, halt so eine möglichst guten Ergebnis mit möglichst wenig Fehlern führen. Und ein Sonderfall, um bei so wissensbasiertes Klassifikationen durchzuführen, sind eben sogenannte Classification and Regression Trees. Und die erwähnen wir hier nochmal, weil die auch hinterher in der Spracherkennung verwendet werden an einer bestimmten Stelle. Und allgemeine Vorgehen ist, ich sammle halt alle möglichen Fragen, die ich so beantworten kann über mein Sample. Dann muss ich mir festlegen, wenn ich anhand einer Frage eine Aufteilung durchführe, wie gut ist diese Aufteilung? Muss ich also irgendwie ein Gütemaß haben, das mir sagt, wie gut hat jetzt diese Frage diese Menge aller möglichen Trainingsdaten aufgeteilt? Und dann gehe ich von oben nach unten los. Alle Trainingsdaten kommen erstmal in den Wurzelknoten rein. Dann probiere ich alle Fragen, die ich stellen kann, der Reihe nach aus. Gucke jedes Mal, wie gut ist die Aufteilung, die diese eine Frage macht, und entscheide mich dann für die Frage, die die beste Aufteilung an dieser Stelle macht, teile dann meine Trainingsdaten auf in diese zwei Zweige und gehe dann die beiden Zweige iterativ durch. Ich bin bei einem Blatt, also ich höre mit diesem immer weiter aufsplitten dann aus, wenn zum Beispiel diese bisherige Aufsplittung in einem Knoten dazu geführt hat, dass ich sozusagen nur noch Trainingsdaten habe, die aus einer Klasse kommen, dann weiß ich, das ist ein Blatt, und alle Trainingsdaten, die da drin sind, die werden richtig klassifiziert von dem Baum. Oder es kann halt passieren, dass ich plötzlich nur noch ganz wenig Trainingsdaten habe. Dann breche ich halt auch an der Stelle ab und sage, okay, weiter auftrennen will ich nicht, aber ich markiere jetzt halt dieses Blatt mit der Klasse, die am häufigsten vorkommt in dem Blatt. Oder ich schaue mir an, wird durch das Aufspalten die Güte nach wie vor besser oder ist der Zugewinn an Güte unterhalb eines bestimmten Schwellwertes, und höre dann auf. Oder der dritte Möglichkeit ist, ich teste zwischendurch immer auf einer Validierungsmenge. Das heißt, ich habe eine zweite Menge, ich habe die Trainingsdaten und eine zweite, kleinere Menge, auf der kann ich immer testen, der aktuelle Baum, soweit wie ich ihn aufgebaut habe, wie gut funktioniert er auf diesen Validierungsdaten, und je größer der Baum wird, desto besser funktioniert es hoffentlich auf den Validierungsdaten, bis zu einem bestimmten Punkt. Ab da wird es auf den Validierungsdaten schlechter werden, weil der Baum halt die Trainingsdaten immer weiter auswendig lernt, aber nicht mehr auf neue Daten generalisiert. Und das ist der Punkt, an dem ich dann abbreche, diesen Baum aufzubauen. Und das ist so ein typisches Verfahren. Der hat halt folgende Voraussetzungen. Ich muss also definieren können, was sind die Fragen, die ich zuordne oder die ich stelle. Also ich kann nicht stellen, frag nach der Größe. Die Größe ist ein kontinuierlicher Wert. Sondern ich muss wirklich feste Fragen vordefinieren. Ist die Größe mehr als 1 Meter, ist die Größe mehr als 2 Meter, ist die Größe kleiner als 1 Meter, ist die Größe kleiner als 2 Meter, größer als 1,5 Meter. Es muss eine diskrete, finite Menge an Fragen sein, die ich der Reihe nach durchprobieren kann. Und die andere Frage ist, wie gut ist das Gütekriterium, wenn ich aufsplitte? Das kann sowas sein wie, also Klassifikationsgenauigkeit kann es ja noch nicht sein, sondern es muss sowas sein wie,
Ja, Sortenreinheit. Also werden die Klassen wild durchmischt in dieser Aufteilung oder ist es so, dass die Klassen möglichst gut aufgeteilt werden? Der eine Teil kommt gut in den Zweig und der andere Teil kommt gut in den anderen Zweig. Das Ganze nennt man dann auch dementsprechend die Diskriminierungsfähigkeit des Klassifikators. Das heißt, das ist also einmal eine Stelle in der technischen Bereich, wo Diskriminierung mal ausnahmsweise was Positives ist, weil es halt darum geht, die Klassen möglichst gut voneinander zu trennen und das nennt man eben gerade die Diskriminierung, gut, möglichst gut unterscheiden zu können zwischen den Klassen, die ich hinterher auch klassifizieren möchte. Dann überwacht gegen unüberwacht, hatte ich schon gesagt. Also entweder Trainingsdaten sind mit der zugehörigen Klasse halt annotiert, dann kann man daraus überwacht lernen oder ich habe halt eine Menge von Daten. Ich weiß aber nicht die Klassenzugehörigkeit der Daten und dann habe ich unterschiedliche Möglichkeiten, was ich damit machen kann. Ich kann also entweder automatisch Klassen versuchen zu identifizieren in den Daten oder ich kann halt zum Beispiel so eine Dimensionsreduktion vornehmen, die möglichst gut Informationen erhält. Ich kann versuchen, die Daten in irgendwie unterschiedliche Bereiche aufzuteilen und so weiter und so fort. Das ist also unüberwachtes Lernen. Ich habe dann lauter Datenpunkte gegeben und dann finde ich so drei Klassen und kann sagen, okay, da scheint es wohl irgendwie diese drei unterschiedlichen Arten von Daten zu geben. Das Problem ist halt immer, wie viele solcher Cluster möchte ich denn bilden? Zum Beispiel dieses Kreuz, soll das seinen eigenen Cluster kriegen oder sage ich, das gehört noch da hinzu? Es ist keine Entscheidung, die man irgendwie hart objektiv treffen kann, sondern da muss man halt dem unüberwachten Lernen irgendwelche Vorgaben machen. Zum Beispiel finde mir drei Klassen. Oder finde mir Klassen, in denen die Varianz kleiner ist als x. Oder in dem vom Mittelpunkt des Clusters jeder Datenpunkt maximal y weit entfernt ist. Und so weiter und so fort. Das heißt, dem muss man schon irgendwelche Vorgaben machen, damit so ein unüberwachter Lernalgorithmus gut funktioniert, damit man irgendwie vernünftige Struktur bekommt. Und die Aufgabe des Designers ist es dann halt, diese Vorgaben möglichst gut zu machen, meistens entweder durch Ausprobieren, wenn man genügend Daten hat, oder dadurch, dass ich halt irgendwelches Wissen, das ich über das Problem, über die Daten, die ich da behandle, habe, hineinstecke. Beim überwachten Lernen ist eben das Problem nicht. Ich habe Trainingsdaten, zum Beispiel hier geht es um Kreditwürdigkeit und Nicht-Kreditwürdigkeit. Als Merkmale habe ich das Alter der Person und das Einkommen der Person und habe dann halt annotiert, jetzt von der Intuition her ist es klar, jemand, der jung ist und sehr viel Einkommen hat, der ist nicht kreditwürdig, weil der kann auch nicht mit Geld umgehen. Das ist so der Fußballprofi mit dem Porsche, der verpulvert alles. Dem will ich nicht einen Kredit geben, den er mir in 20 Jahren zurückzahlen soll. Wenn er ein bisschen älter ist und relativ viel Einkommen hat, dann ist er kreditwürdig. Aber irgendwann, wenn er zu alt wird, dann ist er halt nicht mehr kreditwürdig. Das ist dann der 99-Jährige, der noch einen 30-Millionen-Kredit aufnimmt, damit er noch ein paar schöne 3 Jahre hat. Von dem weiß ich auch, dass er das Geld nicht zurückzahlen wird. Dem werde ich entsprechend auch keinen Kredit geben wollen. Es muss einer sein, der halt genügend Einkommen hat, mit Geld umgehen kann und halt noch lange genug lebt, dass er auch den Kredit bitteschön zurückzahlen wird. Und da ist halt so, durch überwachtes Lernen kann man dann halt irgendwelche Klassifikatoren lernen. Der sagt mir dann für einen neuen Datenpunkt, den ich vorher nicht gesehen habe, der hier, gehört der jetzt zu den Kreuzen oder gehört der jetzt zu den Kreisen? Und dann gibt es halt immer diese Trennebenen, die man lernt durch den Klassifikator und muss dann entscheiden, auf welcher Seite von der Trennebene liegt der. Und dann sieht man halt, da gibt es hier diesen Bereich, der meistens schwierig zu entscheiden ist, der halt im Bereich der Grenzen zwischen den beiden Klassen liegt. Und die Kunst ist es dann halt, entsprechend gute Grenzverläufe zu finden, die dann auch schön auf neue Daten generalisieren. Dann bei parametrisch, hatten wir auch schon gesprochen, bei parametrischer statistischer Klassifikation, also parametrische Klassifikationsverfahren, kann man nur auf statistische Verfahren anwenden. Da nehme ich einen bestimmten Typ von Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion an, bestimme auf Trainingsdaten die Parameter und bei den nicht-parametrischen mache ich diese Annahme eben nicht. Ein Beispiel, das Sie kennen für so einen Klassifikator, der parametrisch ist, ist der naive Base-Klassifikator. Beim naiven Base-Klassifikator kann ich halt
so eine Annahme machen, dass meine Wahrscheinlichkeiten eine Dichtefunktion haben, die Gauss verteilt ist, dann kann ich entsprechend diese Wahrscheinlichkeits-, diese beiden Gauss-Glocken schätzen auf den Trainingsdaten. Dann habe ich noch so etwas wie eine A-Priori-Wahrscheinlichkeit, die ich drauf multiplizieren kann, indem ich einfach auszähle, wie viele von meinen Trainingsdaten waren kreditwürdig, wie viele nicht. Und aus dieser klassenbedingten Wahrscheinlichkeit, die ich mit der Gauss-Glocke geschätzt habe, und der A-Priori-Wahrscheinlichkeit, kann ich halt die Posteriori-Wahrscheinlichkeit ausrechnen. Und dann bekomme ich so eine skalierte Gauss-Glocke jeweils raus. Und das sagt mir die A-Posteriori-Wahrscheinlichkeit, ob jemand mit dem Einkommen zum Beispiel kreditwürdig ist oder nicht. Und der bei Naive Base Klassifikator, der entscheidet sich dann eben darin, dass man die Grenze nimmt, wo man die geringsten Fehler macht. Also ich sehe, die beiden Klassen überlappen sich halt in dem Merkmalsraum, wenn ich nur nach Einkommen gehe. Und dann wähle ich halt immer den aus, der die höhere Posteriori-Wahrscheinlichkeit hat, auch wenn es hier Bereiche gibt, da überlappen. Da liegen sowohl Kreditwürdige als auch Nicht-Kreditwürdige in diesem Bereich. Und ich wähle halt die höchste Posteriori-Wahrscheinlichkeit aus, weil damit die Wahrscheinlichkeit, einen Fehler zu machen, also eine Falschklassifikation durchzuführen, minimal wird. Und das nennt man halt entsprechend das Minimum Error Criterion. Naive Base Classifier. Der ist relativ billig, der funktioniert auch, er funktioniert zwar gut, ist aber von seiner Machart her relativ einfach. Das Wichtigste ist aber, dass Sie sich merken müssen, dass die Spracherkennungssysteme, die heutzutage am besten funktionieren, in ihrem innersten Kern nichts anderes sind als ein naiver Base-Klassifikator. Das Einzige, worin sie sich unterscheiden, ist, dass die da nicht so eine einfache Gauss-Glocke berechnen, um diese Posteriori-Wahrscheinlichkeiten zu berechnen, sondern dass das Modell, um diese Posteriori-Wahrscheinlichkeiten der einzelnen Klassen zu berechnen, unendlich viel komplizierter ist. Also deutlich, deutlich komplizierter. Aber die Entscheidung, für was ich mich hinterher entscheide, ist genau dieses Kriterium, ist ein Minimum Error Criterion. Das ist das Ganze nochmal in der Mathematik gefasst. Ich berechne also für jeden neu zu klassifizierenden Punkt aus die Posteriori-Wahrscheinlichkeit, dass es diese Klasse ist, wenn ich diesen Punkt gegeben habe. Das zerlegt man in der Regel mit dem Base-Kriterium, indem ich halt mit der Base-Regel, indem ich das zerlege in so eine klassenbedingte Wahrscheinlichkeit. Ich schätze also hier eine Wahrscheinlichkeit gegeben, meine Klasse i. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass x gegeben Klasse i ist, dass also x bekomme, wenn Klasse i gegeben ist, mal der a priori Wahrscheinlichkeit der Klasse i und teile das Ganze noch durch die a priori Wahrscheinlichkeit von x. Dann stelle ich fest, wenn ich das Ding also maximieren will, indem ich die einzelnen Klassen durchprobiere, dann reicht es aus, wenn ich nur noch hier oben das da ausrechne. Dann bekomme ich, wenn ich den Zähler maximiere, dann bekomme ich automatisch die Klasse raus, bei der diese Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, weil diese Wahrscheinlichkeit gar nicht mehr von der Klasse abhängt. Alternativ, wenn ich das ausrechnen will, kann ich dafür auch die Summe über alle Klassen einsetzen und da halt a priori Wahrscheinlichkeit mal klassenbedingter Wahrscheinlichkeit von dieser Klasse einsetzen. Ja, und wie gesagt, die Minimum-Fehler-Regel sagt halt, die Wahrscheinlichkeit, einen Fehler zu machen, ist gerade die a posteriori Wahrscheinlichkeit, weil jetzt bei einer Zweiklasse, dass es eben, wenn es, dass das nicht aus dieser aus der richtigen Klasse ist, beziehungsweise umgekehrt. Und das mache ich eben, minimiere ich eben dafür, indem ich mich für die Klasse entscheide, die die höchste Posteriori-Wahrscheinlichkeit hat. Das nennt man dann entsprechend die Entscheidungsfläche, die Grenzfläche, die Entscheidungsgrenzfläche, ab der ich mich mal für das eine, mal für das andere entscheide, im Englischen Decision Boundary. Und das sieht man halt schön, das ist immer dann der Fall, wenn halt die Posteriori-Wahrscheinlichkeit der Klasse, für die ich mich entscheide, höher ist. Dementsprechend, das hier unten, diese schraffierten Bereiche, das ist eben die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ich einen Fehler mache. Und je nachdem, wo ich jetzt diese Grenze hinschiebe, wird halt die Fläche
einen Fehler zu machen, größer, wenn ich sie halt von diesem Schnittpunkt dieser beiden Posteriori-Wahrscheinlichkeiten wegschiebe. Und dann, wie eben schon gerade besprochen, wir haben auch sowas wie das Parzenfenster als nicht parametrischen Klassifikator, wo man halt um einen Punkt, für den ich die Wahrscheinlichkeit ausrechnen will, dass er zum Beispiel zur Klasse kleiner schwarzer Kreis gehört, da lege ich das Volumen rum, zähle, wie viele von der entsprechenden Klasse fallen denn in dieses Volumen rein, teile das halt durch die Anzahl der Sample, die allgemein in diesem Volumen drin sind und bekomme dann halt da eine Schätzung für die Posteriori-Wahrscheinlichkeit. Und jetzt ist es halt wichtig, wie man dieses Volumen wählt. Wenn ich dieses Volumen besonders groß wähle, dann verliere ich halt an Lokalität. Dann ist halt der Wert, den ich rausbekomme, nicht mehr besonders typisch für diesen Punkt, für den ich es will, sondern er ist typisch für eine relativ große Region. Allerdings wird die Schätzung halt robuster, weil ich halt mehr Trainingsbeispiele in einem großen Volumen haben werde als in einem kleinen Volumen. Und umgekehrt, wenn ich das Volumen kleiner mache, wird es halt charakteristischer für den Punkt, um den ich das Volumen herumgelegt habe. Aber die Schätzung wird halt nicht mehr so robust gegenüber Ausreißern, weil ich halt nur noch sehr relativ wenig Trainingsbeispiele habe. So. Und jetzt halt das Wichtigste, das Sie aus heute mitnehmen sollen. Und dann machen wir auch Schluss für heute. Spracherkennung ist für uns Informatiker ein Musterklassifikationsproblem. Wir haben eine Vorverarbeitung, die extrahiert uns ein Muster und wir wollen dieses Muster jetzt der richtigen Klasse zuordnen. Und jetzt hängt es davon ab, was ist die Klasse? Wenn ich ganze kontinuierliche Sätze erkennen will, dann ist die Klasse, dem ich halt diese Folge an Merkmalsvektoren zuordnen möchte, zum Beispiel die korrekte Wortfolge. Das heißt, unterschiedliche Klassen sind unterschiedliche Wortfolgen. Und ich ordne jetzt halt diese Folge von Merkmalsvektoren, die ich aus einer Aufnahme eines Satzes extrahiert habe, halt der Klasse zu, die da heißt richtige Wortfolge. Wenn ich nur einzelne Worte erkenne, also ich weiß, ich kriege meine Aufnahme und die entspricht einem einzelnen Wort, dann ist halt meine korrekte Klasse das korrekte Wort, dem ich dann das Ganze zuordne. Das heißt, hier spielt also rein, welche Art von Spracherkennungsaufgabe habe ich denn, für die ich jetzt ein Spracherkennungssystem bauen möchte. Und man kann sich jetzt schon vorstellen, wenn ich also ein Spracherkennungssystem für kontinuierliche Sprache bauen möchte, wo meine Aufnahme unter Umständen einen oder mehrere Sätze umfasst, dann könnte das relativ schwierig sein, weil ich habe relativ viele mögliche Klassen. Weil die Menge der möglichen Wortfolgen, die jetzt so ein Stück von 10 Sekunden Sprache sein könnten, die ist sehr, sehr, sehr groß. Und ich muss jetzt einer Klasse aus dieser Menge der sehr, sehr großen Klassen halt die richtige zuordnen. Das wird also nicht mit diesen einfachen Methoden funktionieren, wie man sie aus kognitiven Systemen kennt. Da wird man sich irgendwas Kompliziertes einfallen lassen müssen. Und der Rest der Vorlesung ist im Prinzip, handelt davon, was lasse ich mir jetzt einfallen, um dieses einfache Musterklassifikationsproblem durchzuführen. Und die erste Idee, die man da am Anfang hatte, ist, okay, angenommen, ich habe jetzt so eine Folge von Mustervektoren, ist letztendlich eine Matrix, jede Spalte entspricht so einem Zeitschritt, und ich habe irgendwelche Referenzaufnahmen. Welches ist denn die am nächsten gelegene Referenzaufnahme, wenn ich zum Beispiel einzelne Wörter erkennen möchte? Und dann muss ich irgendwie dem das ähnlichste Referenzmuster zuordnen. Dann habe ich erstmal noch keine Statistik, sondern ich mache das so wie bei k-nächsten Nachbarn, so ähnlich wie mit Distanzen. Aber das war so das Erste, was man am Anfang durchgeführt hat. Das ist heute nicht mehr so relevant. Wir machen es aber trotzdem, weil man daraus einige Sachen lernen kann, die man beachten muss und die uns dann automatisch hinführen zu diesen statistischen Klassifikatoren, wie wir das heute machen bei der automatischen Spracherkennung. Aber wie gesagt, da ich heute ein paar Minuten früher Schluss machen muss, lohnt sich das jetzt an der Stelle nicht mehr, das Thema anzufangen, sondern da machen wir dann nächste Woche weiter, indem wir uns anschauen, okay, angenommen, ich wollte einzelne Worte erkennen und ich will das machen, indem ich so Referenzmuster habe und will dann eine neue Aufnahme den Referenzmustern zuordnen. Wie mache ich das und auf was für Schwierigkeiten stoße ich denn als erstes? Aber das machen wir dann beginnend am Mittwoch. Deswegen jetzt eine schöne verfrühte Mittagspause.